乾くでしょ、なあ、で、弱いね、怪しいね、すべての人がアーレベンシュメルデンブリューデン、兄弟が一つになる、家族になる、友達になる、でそうした意味を発揮宣言するんです。大連サーベから始まるんです。あなたの不思議な力がすべての人を兄弟にすると、そういうことを宣言するんですね。こともしっかり言いましょう。もう一回音作りましょう。はい、せーの。Es gibt nichts Schlimmeres als 10.000 lasche Sänger. Wie kann man diese vielen Menschen motivieren? Wie ihnen Beethoven näher bringen? Was muss man tun, damit alle das Leben intensiver spüren? Das ist mein Anliegen. Dass diese 10.000 Menschen seit Sommer so viel Zeit in die Proben investieren, dabei die deutsche Sprache und die schwierigen Noten lernen, hat nur einen Grund. Sie möchten gemeinsam wie ein Resonanzkörper schwingen, gemeinsam etwas schaffen. Es sind ganz verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Interessen und Berufen. Aber sie möchten in diesem Moment gemeinsam spüren, dass sie leben. Das ist nicht nur das Konzept hinter der Daiku der 10.000, sondern hinter Beethovens 9. Symphonie an sich. Kilometer weit weg von Osaka im Nordosten Japans. Hier in Sendai sind die Narben noch frisch, die der Tsunami hinterlassen hat. Yutaka Sado gab in dieser Region häufig Gastspiele. Nach der Katastrophe am 11. März 2011 reiste er viele Male hierher, um den Menschen Mut zu machen. Mit der Daiku der 10.000 in Osaka will er dieses Jahr besonders der Opfer der Katastrophe gedenken. Nach dieser Katastrophe war ich sehr niedergeschlagen. Dann bekam ich eine Einladung nach Düsseldorf und Köln, Beethovens 9. dort in Gedenken an die Menschen Japans aufzuführen. Es war nur wenige Tage nach der Katastrophe und mir war ganz und gar nicht nach Freude zumute. Aber das Mitgefühl der deutschen Sänger und Musiker damals
hat mich sehr bewegt. Das, was ich dabei gelernt habe, möchte ich auch hier den japanischen Sängern weitergeben. Was ist es für eine Freude, wenn Menschen sich an die Hände nehmen, gegenseitig helfen und füreinander einstehen? Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon Beethovens 9. dirigiert habe. Bestimmt schon mehr als 200 Mal. Auch mit Schillers Text habe ich mich schon hunderte Male auseinandergesetzt, obwohl ich doch Japaner bin. Aber ich glaube, durch das Mitgefühl aus Europa ganz neu die Bedeutung und die Größe dieses Stückes begriffen zu haben. Das regionale Orchester aus Sendai. Sado will es dieses Jahr nach Osaka zur Aufführung der Daiku mit den 10.000 Sängern einladen. Ich freue mich sehr, dass Sie dieses Jahr dabei sind und mit mir und dem Orchester aus Osaka diese Aufführung bestreiten werden. Das Konzert wird dieses Jahr eine Art Zeremonie werden, in der wir all der Opfer dieser Katastrophe gedenken wollen. Aber zugleich wollen wir uns damit gemeinsam auch der Schönheit des Lebens vergewissern. Die Miyagi-Frauen-Universität in Sendai. Sado hat hier eigens einen Chor zusammengestellt, der bei der Aufführung der 10.000 in Osaka per Live-Schaltung mit einstimmen soll. Die Sänger hier kommen aus den drei Präfekturen, die durch Erdbeben, Tsunami und Nuklearkatastrophe am meisten getroffen wurden. Als der Tsunami kam, war Nozomi Anzai im Haus ihrer Eltern in Ishinomaki, einer besonders schwer betroffenen Region. Sie und ihre Familie haben überlebt, aber ihr Haus verloren. Freunde und Verwandte sind den Wellen zum Opfer gefallen. Die meisten der Sänger hier haben Ähnliches erlebt. Dass sie aus der Ferne mit dem Chor der 10.000 verbunden sein werden, ist für alle etwas Besonderes. Es ist zwar nur eine Live-Übertragung, die uns hier in Sendai mit dem Chor in Osaka verbinden wird, aber es spielt keine Rolle, dass wir physisch getrennt sind. Alle Menschen sollen spüren, dass wir in diesem Moment eins sind. Die Sänger, aber auch alle Zuhörer. Ich wünsche mir, dass es so sein wird bei dieser Veranstaltung. Es war für mich eine furchtbare Erfahrung. Alles war vom Tsunami überschwemmt. Ich wusste nicht, ob meine Eltern in Sicherheit waren. Es war bitterkalt und es gab nichts zu essen. Aber wenn ich an all die Betroffenen denke, die ihre Angehörigen verloren haben, die alles verloren haben, dann wünsche ich mir nichts mehr, als dass wir mit dieser Musik ihren rastlosen und trauernden Herzen ein wenig Frieden und Mut geben können. Ich will mit euch diese Botschaft der Freude teilen. Wir sind Brüder.
Freunde, eine Familie. Die Menschen aus ganz Japan und aus der ganzen Welt werden eins, um an uns hier zu denken. Die Reaktionen aus dem Westen nach dem Erdbeben kamen unmittelbar. Ich musste zu der Zeit nach Europa. Frankreich, Deutschland, auch Italien, sie alle hatten schon Spendenaktionen gestartet. Und all die namhaften Orchester haben für Japan und die Opfer der Katastrophe Konzerte gegeben. Die große Anteilnahme hat mich sehr berührt. Ich empfinde es als meine Aufgabe, davon etwas zurückzugeben, auch mit diesem Konzert. Und ich glaube, dass unsere Freundschaft in Zukunft noch wichtiger sein wird. Ich bin jedes Mal aufs Neue aufgeregt. Und zwar hier, an dieser Stelle. Ich werde heute für die ganze Welt singen. In der Osaka Jo Hall finden normalerweise Sportveranstaltungen und Popkonzerte statt. Heute gehört sie ganz den 10.000 Daiku-Sängern und weiteren 6.000 geladenen Gästen. Guck mal, da unten. Sitzt da unser Großer? Ja, in der dritten Reihe. Wo siehst du ihn denn? Der vierte von rechts. Die Daiko ist auch ein großes TV-Ereignis. Schon viele Stunden vorher müssen sich die Sänger einfinden und vorbereitet werden. Bei dem Konzert werden sie während der ersten drei Sätze der Symphonie auf ihren Plätzen ausharren. Erst ganz am Ende, im vierten Satz, wird dann ihr Einsatz kommen. Beethoven自身を驚かせたいと思ってるのね。
Wäre Beethoven jetzt hier, würde ich ihn gerne überraschen. Er hat auf diese Worte Schillers ein grandioses Werk komponiert und damit seiner Weltanschauung Ausdruck verliehen. Das wird hier in diesem kleinen Land auf der anderen Seite der Welt in aller Tiefe wahrgenommen. Eines Freundes rein, will mein Volk es mal berungen.
Thank you.
Es war gar nicht mehr wichtig, ob ich alles kann, was ich bei den Proben gelernt habe. Ich habe einfach drauf losgesungen und immer weiter gesungen. Am Ende konnte ich Sado gar nicht mehr sehen. Vor lauter Tränen. Ich war traurig, als es vorbei war. Ich hätte noch ewig weiter singen können. Ich habe mir beim Singen gewünscht, dass sich die Trauer aller leidenden Menschen in Freude verwandelt. Das Wort Freude ist ein ziemlich tiefes Wort. Um es wirklich von Herzen ausdrücken zu können, muss man Schweres und Leidvolles erlebt und überwunden haben. Das war jetzt für mich ein guter Jahresabschluss. Aber ab morgen geht es wieder los mit dem Üben für die Daiku im nächsten Jahr.